Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, die Marvel Avengers sind da. Und es gibt einen neuen Emote hier von Black Widow. Das ist Widows Pirouette. Und da schauen wir doch mal ganz kurz rein bei Herrn Sofort Spind, ob da Sachen dabei sind, die ganz cool aussehen, wenn wir den kompletten Spind durchspielen. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, also wir gucken jetzt mal hier rein. Da sieht es ja schon mal richtig sensationell geil aus, ne? Bei dem Lynx. Oder auch Lux in der deutschen Version. So, gehen wir hier nochmal zurück. Gehen wir hier nochmal rein. Also die Animation ist ja schon mal richtig cool, ne? Gefällt mir auf jeden Fall sehr smooth. Mega geil, das Ding. Das sieht schon fett aus, ne? Echt crazy. Ey, seht ihr das? Seht ihr das im Hintergrund? Da kommt bei dem Staub raus. Wieso kommt bei dem Staub raus? War bei den anderen nicht der Fall, oder? Nö, ich glaube nicht. Mal bei ihm genauer hingucken. Nein. Bei ihm nicht. Okay. Es scheint hier tatsächlich bei dem Eiskönig ein Special zu sein, das man sonst bei den anderen nicht sieht. Also, die haben das alle nicht drin. Tatsächlich nur der Eiskönig. Lass uns nochmal zurück zum Eiskönig gehen. Nochmal gucken hier. Ja, mega geil sieht das aus. Fett, 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 fett. So, wo waren wir denn jetzt hier? Sind wir da beim Spider-Knight? Oh, na, das wollte ich jetzt nicht. Da wollte ich rein. Ja, sieht's auch mega fett aus, ne? Gefällt mir sehr gut. Was mache ich denn? Jetzt treffe ich das Ding nicht. Bei ihr wird es bestimmt wieder cool aussehen. Die hätten es einem natürlich vereinfachen können, wenn sie gleich den Emote vorne gehabt hätten und nicht immer erst die Picke. Oh, da sieht's auch geil aus. Bei der Arctic Assassinen.
Ja, und sie verliert nicht mal ihre Pudelmütze dabei. Hier ist natürlich auch geil, ne? Mit diesem anderen Raucheffekt da. So. Das würde sogar ganz gut zu Marvel passen hier. Der Sensenmann. Oh, das ist geil, bestimmt. Nochmal machen. Es geht zu schnell für die Effekte, ne? Also die Blitze, die sieht man bei ihm nicht so wirklich. Erst dann, wenn er unten am Boden niedercroucht, ja, dann sieht man es, aber vorher fällt es gar nicht so wirklich auf, ne? Ich glaube, das ist das erste Emote, wo mir sogar der dunkle Reisende gut gefällt. Für 200 V-Bucks, das ist schon echt mega fett. Muss man echt sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja, auch hier. Geil. Er muss dann eher aufpassen, dass er sich nicht mit seinen eigenen Hörnern irgendwie aufpiekst. Oh ja, mit einem Bein. Ey, jetzt bin ich ja gespannt. Warte mal. Auf welchem Bein? Ey, aber elegant auf seinem eigenen Stock da unten hier. Sensationell. Das muss man ja erstmal hinbekommen. Wahnsinn. Die erinnert mich sowieso so ein bisschen an Xena. Früher so eine Serie gewesen, Fantasy-Serie. Oh ja, mit dem Wolf. Er sieht ja sowieso so ein bisschen aus wie so ein Kung-Fu-Wolf, ja. Mega. Ja, sieht's auch geil aus. Oh, jetzt bin ich gespannt mit dem Aufsitzer. Jetzt bin ich gespannt. Hammer, elegant, romanisch, ey. Oh ja, das wird bestimmt cool. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
So, wen haben wir denn noch jetzt hier? Sind wir ja schon fast durch. Da sind wir ja schon fast durch. So, Moment, 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 Moment. So, damit sind wir dann durch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was ihr gefallen hat und abonniert den Kanal. Und schaut das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.